Gleich, ja. Herzlich willkommen zu einem neuen Update. Es geht um mein Projekt mit der liebe Dörte. Es geht darum, Produkte aufzubrauchen. Ich habe 6 an der Zahl. Bitte jetzt nicht schreiben, sonst kann ich ja gar nicht gucken, was ich hier mache. Ich habe meine Eschen, nicht Eschen. Ich habe erst vor kurzem mal Melanies Projekt gesehen. Ich habe einfach eine scheiß Mini-Taschenwaage aus dem Amazon gekauft. Mach die mal auf Null und dann gucken So, wir. jetzt Ich hol fange mal an kurz mit mein der Heft. Glückspalette. Da kann ich euch gar keinen Fortschritt, um ehrlich zu sein, sagen. Die sieht immer noch so aus, als würde ich sie nie benutzen. Seid ihr schmutzig? Oder Oh, auf was jeden ist da Fall, los? immer mein Kleiderschrank. Immer der Kleiderschrank ist immer offen, gell? Furchtbar, obwohl er des Öfteren auch mal zu ist, aber nicht, wenn ich filme, komischerweise. Ja, wenn ich euch die Palette zeige, man sieht gar keinen Fortschritt. Ich wichse jetzt erstmal und dann gucken wir mal, was die Waage sagt. Die Waage sagt 189,4 war das zweite Update und beim dritten Update hat sie 188,7. Also eins. Ich habe wieder so wenig verbraucht. Ich habe wieder 0,9. Nein. Moment mal. Sieben wieder. Also es ist wirklich zum Verfluchen. Also es ist nicht viel passiert, obwohl ich sie echt fast täglich benutze. Ich schwöre, ich schwöre. Ich benutze sie täglich. Es wird, das Ding wird nicht leer. Die regt mich richtig auf. Und das ist der Ton, den ich immer jeden verfluchten Tag benutze. All rauf und runter. Und auch diese zwei, die sind aber mittlerweile so trocken, das macht keinen Spaß. Also, das wird nicht, das ist nicht meine Lieblingspalette. Und ich hoffe, sie wird irgendwann leer gehen. Ich hoffe auch, dass MAC irgendwann leer geht und ich es dann benutzen kann. Damit ich mir das zusammenpressen kann. Das wird sonst nie was. Weil es ist mir zu sperrig. Es steht jeden Tag hier irgendwo rum und nervt. Okay, wir fangen an mit dem Catrice Eyebrow Stift. Da habe ich tatsächlich einen Fortschritt. Und zwar sieht der gute so aus. So sieht er aus. Also er wird immer kleiner. Ich benutze ihn auch fast täglich. Mitunter heute zum Beispiel auch verwendet, weil ich ihn einfach mag. Ich finde, er steht mir sehr gut. Ich finde, es sieht gut Und aus. zwar geht es jetzt weiter, Catrice Augenbrauenstift. Der wiegt jetzt aktuell, also der hatte 4,5 Gramm oder hatte, ja, genau, letztes Update, und hat 4,2, jetzt also 0,3 Gramm habe ich aufgebraucht. Also 4,2 Gramm. Ich meine, es ist okay. Hier kann man vielleicht einen besseren Fortschritt sehen. Ich habe da das jetzt abgezeichnet. Man sieht ganz deutlich, dass ich was Kleines erreicht habe. Und das markiere ich mir einfach und schreibe Nummer 2 hin. Also wie. Diesmal habe ich ein bisschen mehr, weil ich ihn, ja, zweites Update, ne? Das sieht man eigentlich ganz deutlich. Und ja, irgendwann wird er leer sein und ich habe dann von ein Backup. Das Bürstchen ist ein bisschen, ja, fällt ständig auseinander, aber die Farbe ist echt cool. Das ist die Nummer 040. Don't let me. Hammerfarbe. Liebe ich. Dann haben wir Terra Naturi Blush. La la la, la la la, ich freue mich. Ich habe es platt gemacht. Und ich zeig's euch gleich. Das hatte nämlich 15,9 und hat jetzt 15,3. Ich habe nochmal 0,6 Gramm aufgebraucht. 15,6. 15,3 meine ich. Schaut mal, da Hanne. Es ist komplett bam bam. Ja, das ist eine tolle Farbe. Habe ich als Backup. Habe ich auch tatsächlich benutzt. Benutze ich immer noch. Aber jetzt reicht's. Jetzt möchte ich kein Blush mehr in einem Projekt im Moment. Und ja, Schnauze füllen. Vielleicht fülle ich da auch mein Ding rein. Genau. Genau, da könnte ich eigentlich. Das wäre so optimal, oder? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie viel drin ist. Ich guck mal heute. Heute bearbeite ich das Video, denke ich, und dann gucke ich mal, wie viel Gramm dann überhaupt drin waren. Ich glaube, da war nämlich nicht so viel, so 4 Gramm oder so. Ist okay. Ich bin froh. Blatt ist Blatt. Misha Kaschen. Ja, da war ja wieder was dazugekommen, ne? Weil ich da MAC reingefüllt habe. Das sieht so aus. Und aktuell wiegt das. Also es hatte vorher 70 Gramm und wiegt jetzt 66,1. Ich habe tatsächlich ein paar Mal benutzt. Das wiegt jetzt also 66,1 Gramm. Ja, man glaubt es kaum, aber da ist echt nicht mehr viel drin. Vielleicht, ich schätze mal so 4 Anwendungen oder so.
Und ja, innen drin ist noch was drin. Also eben unterm am Schwamm, das müsste man dann drehen und ich hasse das Rumgepatsche, ne? Wenn das jetzt leer sein sollte, kommt das weg. Wird auch nicht mehr nachgekauft, gar nicht mehr. Das ist für mich überhaupt gar kein Ersatzprodukt oder sowas. Ich beim letzten Abtreten muss alles leer sein. Irgendwie, irgendein Hittepen oder irgendwas. Das kann ja nicht sein. Mac NC25, hallo, wo bist du? Das ist dieses gute Stückchen. Das hatte letztes Mal 50,5 und hat jetzt 48,9, 1,6 Gramm. Also 49,9. Nee, ich habe nur den 0,6 Gramm aufgebraucht, oder? Ich benutze das so oft. Ich hatte das neu gepresst gehabt, dann hat sich das vermehrt. Und jetzt, das ist, braucht man sehr wenig von. Ist nicht mehr so hart. Ja, das wird definitiv jeden Tag jetzt benutzt. Ich scheiß drauf. Ich will, dass das leer ist, weil. Nee, das ist nicht so. Ja. Das ist nicht so meins. Ich bin froh. Ja, okay. 0,6 Gramm sind auch immerhin irgendwas. Verstehe ich zwar nicht, aber gut, weil ich dieses Puder des Öfteren benutzt habe. Dann haben wir den Essenshighlighter und Konturstick. Da male ich jetzt mal kurz schnell drauf. Hell habe ich gar nicht benutzt. Um hell geht es mir gar nicht. Mir geht es eigentlich nur um dunkel. Um ehrlich zu sein. Das hatte ich auch mal benutzt gehabt. Man sieht es aber nicht. Also vom Ding her, vom Strich her sieht man es nicht. Vielleicht von der Waage her. Von 18,2. Nein, 18,2. Ich habe es aber trotzdem benutzt. Ich habe es benutzt. Ich weiß nicht. Manchmal denke ich mir, das gibt's nicht. Obwohl das eine Feinwaage ist, die echt eine Stelle nach dem Komma wiegt. Aber irgendwie will es nicht so richtig. Na gut, das war's hier. Ja, das war's zu meinem Update. Ich nehme ins Projekt ein siebtes Produkt rein. Sozusagen, das ist mein Primer, der benutze ich jeden Tag. Der wird leer sein. Nächsten Update. Und dieses Rolling-Ding, das, wenn die Dörde Bock hat, kann man das immer laufen lassen, immer mal wieder. Ich meine, das stört ja eigentlich nicht, immer wieder irgendwelche Produkte leer zu machen. Ich finde es cool. Ich würde oder neu starten ab nächste Monat dann, weil unser Projekt jetzt zu Ende geht. Deswegen weiß ich nicht. Vielleicht hast du ja Bock. Ich nehme auf jeden Fall den hier mit rein, bevor ich so viel sappel, dass mein Akku leer ist. 22,8 Gramm hat er noch. Und ja. Ich hoffe, das Update hat euch gefallen. Immerhin habe ich etwas aufgebraucht und ein Blushblatt gemacht. Da freue ich mich mega drauf. Und ja, mal gucken, was ich daraus machen werde. Wahrscheinlich nichts. Ich lasse alles, wie es ist, sonst ist immer zu viel rumgemacht. Na gut, ich hoffe, das Update hat euch gefallen und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Ciao!